Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropeiner quält sich. Und heute ist ein Wunsch vom guten Videospielplatz dran. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Viele kennen ihn als den Joe aus den Retro-Talk-Videos, die auch schon ein bisschen länger her sind. Besucht den guten, lasst ihm mal ein Abo da. Der ist jetzt wieder aktiv auf YouTube, falls es den einen oder anderen vielleicht in Gang sein sollte. Der Gute hat ja eine kleine Pause gemacht, aber er startet jetzt wieder voll durch. Besucht ihn, lasst ein Abo da. Und da hat sich X-Men für das NES gewünscht. Und ich habe mal so ein bisschen schon mal vorab recherchiert. Das scheint wirklich mies zu sein. Ich habe mir jetzt nicht weiter tief reingeschaut. Deswegen mal gucken, warum es so mies ist. Vorweg, falls ihr auch einen Wunsch für diese Serie habt. Also egal ob 8 oder 16-Bit. Es sollte halt ein schlechtes Spiel sein. Egal ob es wirklich super hart ist. Oder ob es einfach wirklich nur schlecht gemacht ist. Oder verwirrend gemacht ist. Ab in die Kommentare damit, ich hau alles immer auf eine Liste und dann arbeite ich so nach und nach mal alles ab. Aber ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Tu es uns mal an und ich habe gerade schon gesehen, LJN. Eieiei, okay. Practice? Oh. Das fängt schon so an, ne? Wenn ihr diesen Bildschirm seht, dann denkt ihr euch, okay, hier hoch und runter kann ich was auswählen. Nein, mit der Select-Taste. Ne, schön, nicht sehr intuitiv, okay. Ich kann hier auch mit Select zwischen die einzelnen Charaktere durchschalten. Auch ich bin da bei den X-Men nicht ganz so firm. Deswegen, ich glaube hier das Cyclops nehme ich mal. Da kann so cool schießen und der andere soll Iceman sein. Okay. Mal so ein Top-Down-Shooter, ne? Ist ja nicht verkehrt. Soundeffekte sind natürlich... Die Steuerung ist ziemlich hakelig. Die Steuerung ist... Oh. Hä? Ich bin verwirrt, okay. Weil, wie gesagt, so ein Shooter ist ja nichts verkehrt. Aber es ist so ein ganz komisches Gefühl beim Laufen. Irgendwie... Als ob da konstant irgendwie so eine Verzögerung drin wäre. Das kann ich natürlich jetzt nicht genau ausschließen, ob es jetzt am Emulator liegt. Okay. Ist halt... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, Soundeffekte, ihr hört selber... Also da blutet mir jetzt schon die Ohren. Wir sind... Das ist viel zu hoch gepitcht. Ja, ich... Toll, ich komme da raus und gleich hier... Wie soll ich denn da vernünftig ausweichen? Nun war ich jetzt gerade schön natürlich... gestunt. Alter... Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das denn? Boah. Und habe ich hier mit Teleportern und... Und den zweiten Kameraden habe ich natürlich schon längst verloren. Ich laufe jetzt einfach durch. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Also ich weiß nicht. Was das jetzt mit X-Men zu tun haben soll. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich diese Kugelgegner schon mal nicht mag. Wieso schießt er jetzt nicht? Kommt jetzt immer neue Gegner raus? Was soll das jetzt für Mist sein? Okay. Lieber Joe... Spiel ist einfach nur seltsam. Ich versuch mal andere Nightcrawler und Colossus. Oh, cool. Der kann doch nicht mal schießen. Das macht ja einiges einfacher, würde ich sagen. Ey, jetzt ohne Witz. Guckt euch mal. Also ich bin jetzt hier der Dude im Dunkelblau, ne? Guckt euch diesen Angriff an.
Wie soll ich hier so... Ey, da werde ich böse. Also mit den Schießen, das ging ja mal noch. Ne? Aber wie soll ich mich denn hier so damit im Nahkampf durchkämpfen und diese zweite computergesteuerte Person, die steht nur im Weg und nervt mich. Ich hoffe, die stirbt gleich. Ne? Ihr kennt es ja wahrscheinlich von vielen Spielen, dass das ja einfach nur denkt, der KI-Begleiter, der ist so dumm. Lass ihn doch einfach verrecken und dann ist gut. Ja. Also wenn man schießt, dann ist man noch schneller tot. Und hat weniger vom Spiel. Okay, es ist eh nur noch Wolverine und Storm. Okay, jetzt kann ich wieder schießen. Jetzt wird es wahrscheinlich auf magische Weise wesentlich einfacher. Dann frage ich mich, warum packen die hier so Nahkampfhelden rein, wenn die nicht mal ansatzweise die Level für Nahkampf ausgerichtet sind? Wo ist denn hier Wolverine hier wieder abgeblieben? Ist er schon tot? Ist der schon tot? Der doch hier... Ich versuche hier nochmal anderes Level mit Iceman und Cyclops. Warum gibt's hier... Also das Grüne ist natürlich hässlich. Das hätte man auch auf dem NES anders hinkriegen können. Ja, ich weiß, die Farbpalette ist da natürlich durchaus eingeschränkt. Aber seht ihr, wie man sich da bewegt? Und genauso steuert sich das ganze Scheiß auch. Wisst ihr? Keine Fragen mehr, oder? Hä? Oh ne, nicht wieder Nahkampf, ey. Guckt euch an. Was haben Skelettkrieger mit den X-Men zu tun? Guckt euch mal den scheiß Angriff hier an. Guckt euch mal an. Und vor allem, man hat ja auch keine Lebensenergieanzeige, dass man irgendwie wenigstens weiß, wie kurz man vorm Verrecken ist. Es hängt der scheiß Wolverine da fest und das scrollt hier nicht, oder was? Alter. Also, mir tun die Kinder leid, die X-Men abgefeiert haben und sich dieses Spiel denn irgendwie besorgt haben. Oder zu Weihnachten gewünscht haben oder keine Ahnung was. Komplette Verarsche. Also das Spiel ist ja wirklich Mist. Ich versuche ja immer so ein bisschen was Positives in irgendwelche Spiele rein zu interpretieren. Vor allem, hey, wenn ihr Fan seid, immerhin ist die Technik gut oder irgendwie sowas. Aber das ist einfach nur Mist. Die Musik hier ist gerade nicht ganz so nervig. Okay, hey. Aber ist auch das einzig Positive, was ich hier gerade sagen kann. Aber das einzig Positive. Boah. Das spielt ihr und habt nach 2 Minuten schon keinen Bock mehr. Ohne Witz. Und anscheinend sind auch alle Level gleich aufgebaut. Das heißt, ihr navigiert durch irgendwie sehr verwirrende Bereiche. Wunderbar. Genau das will man ja. Wisst ihr was? Ich habe auch keine Lust mehr. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank an dich, lieber Joe, für diesen Wunsch. Also danke. Wie gesagt, wenn ihr auch einen Wunsch habt, ab in die Kommentare damit. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.